Rede immer davon, dass das, was du bist, auch keine Hilfe braucht. Weil das, was Hilfe braucht, nie auch Hilfe kriegt oder nicht kriegt, aber bedingt ist einem Hilfenden oder einem Geholfenen. Möchtest du das? Möchtest du dich verbessern? Sag ja, ja, auf jeden Fall sage ich ja. Das ist halt die Falle, in der du sitzt. Die Besserungsfalle, in einer Besserungsanstalt. Das ist eine Psychiatrie, wo man denkt, man könnte besser werden, indem man ein besseres Leben führt. Oder eine Qualität höheres Sein hat oder irgendwas. Die ganze Esoterik ist eine Besserungsanstalt. Das ist Faschismus. Der kleine Hitler in einem, der die Welt und sich selbst verbessern möchte. Und immer besser weiß, wie es zu sein hat. Dieser kleine Gott in einem, der immer besser weiß, wie Gott sein muss und wie das Leben zu sein hat. Und darunter leidet. Das ist doch das Leid, dass einer weiß, wie es zu sein hat und immer kontrollieren möchte. Meine Gesundheit, mein Ich, mein Körper, das sollte mich nicht stören. Wenn er mich stört, dann mache ich was dagegen.